Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Thronebreaker für die Switch. Und ja, wir müssen jetzt Davo gerade helfen, da ja die Nilfgaarder sich dreistet haben, unser Land zu besetzen, beziehungsweise wollen es besetzen. Und wenn man mal genau bei der letzten Folge genau hingeschaut hat, habt ihr gesehen, dass wir sozusagen den Gesandten einfach mal kopflos nach Hause geschickt haben. Und ja, da muss er durch, ne? So. Aha, gewisser Ort von Interesse. Schauen wir noch mit ihm hier. Meine Herren, die Habenichtse, die einst dem Herrn von Claytons Dienst standen, möchten sich eurem Herr anschließen. Ich kann ihnen in wenigen Stunden beibringen, wie sie ihren Spaten an den Feind überziehen. Es ist nur eine Frage des Geldes. Minus 150, dafür ein paar Leute mehr. Machen wir. So. Oh, hier hinten können wir noch was mitnehmen. Was geht denn los? Wie ist der Gestank? Gut, wir gehen jetzt nicht hier unten längs, wir gehen jetzt mal hier oben längs. Schauen wir uns in den Weg hin, hier ist auch noch mal ein bisschen Holz. Nehmen wir noch mit. Schließlich erblickte die Königin am Horizont lyrische Banner, die im Wind flatterten. Endlich! Sagte die Königin lächelnd. Mewe beschloss, mit dem Kommandanten zu sprechen, einem Baronet Eldar. Sie begegnete ihm zum ersten Mal und war beeindruckt von dem jungen Mann. Doch anstatt Eldar zu den gegnerischen Truppenbewegungen zu befragen, erkundigte Renar sich nach Trivialitäten. Und wie geht es dem werten Vater? Ist er bei guter Gesundheit? Ja, bis auf eine Beule, die er sich bei der Jagd zugezogen hat. Aber er jammert nicht. Ich richte ihm aus, dass du nach ihm gefragt hast. Mewe war über diese Trivialitäten verärgert und gab ihrem Pferd die Sporen. Als Eldar und seine Männer weit genug zurückgefallen waren, nahm sie Renar beiseite. Renar, das ist nicht die Zeit für Höflichkeiten. Wir sind im Krieg. Ja, und in Kriegszeiten sollte man alles hinterfragen, Majestät. Auch Namen. Komm zum Punkt, Renar. Eldars Vater ist letzten Monat gestorben. Ein Sohn sollte sowas doch wissen. Aber das heißt ja... Oh, der Bastard! Sein Akzent war makellos. Aha! Ich fürchte, er bildet da keine Ausnahme. Nilfgaardische Spione sind stets gut vorbereitet. Sag mir, wie du es bemerkt hast. Er trägt keinen Trauerflor an der Rüstung. Trüge er einen? Hätte ich es wohl nicht erraten. Was sind eure Befehle, Herren? Sollen wir diese Schauspieler beobachten? Ja, wir lassen sie beobachten. Stell einen Trupp zusammen und lass unsere neuen Verbündeten von ihm beobachten. Ungesehen. Wie ihr wünscht, Majestät. Renars Späher taten wie geheißen und beobachteten die falschen Lyrier aus dem Verborgenen. Kurz darauf kehrte ein Späher mit der Nachricht zurück, dass die Betrüger auf die Rastburg zuhielten, die weit im Norden lag. Okay. Haus, Scheune, Kornspeicher, alles niedergebrannt. Wir haben sie angefleht, Herrin. Auf den Knien. Sie haben nur gelacht. Haben wir den Kaiser beleidigt? Wir haben sie angefleht. Okay, nee, den Kaiser nicht beleidigt. So, lass mich durch hier. Karte? Hm. Da unten ist Beute, gehen wir nochmal hin. Ist ja echt. Man muss hier auf alles gefasst sein, ne? Da sind Ghule. Lass uns das gleich mal machen hier. Yes. Das Rätsel.
Der Krieg bringt die unterschiedlichen Gerüche mit sich, etwa nach brandwunden Blut und Schmutz. Der schlimmste von ihnen ist aber der Gestank verrottenden Fleisch. Weht der Wind entsprechend stark, wird diese Miasma weit davon getragen und erfüllt die Herzen der einfachen Leute mit Furcht und lässt blutdürstigen Monstern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Töte alle Ghule, setze die Fähigkeit deines Anführers ein. Vertraue auf deine loyalsten Einheiten. Bin mal gespannt. Der Gestank der Verwesung. Okay. Okay, was haben wir denn da? Füge an einer 10 und ihren Nachbarn einen 5 Schaden zu. Zerstöre die stärksten Einheiten. Warte mal. Rüstung wird Ihnen nicht helfen. So. Was ist denn da los? Eieiei. Okay. War nicht so clever. Lyrian! Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Natürlich verkehrt wieder gelaufen. Verloren. Mal kurz überlegen. So, dann nochmal neu. So. Kurz mal überlegen. Müssen wir aber die Karten oben angucken, glaube ich. Damit ich weiß, womit ich zu tun habe. Verzehre alle 2 Züge zu Beginn des Zugs eine Einheit auf deinen Friedhof und verwerfe eine Einheit um 3. Verzehre alle 3 Züge zu Beginn, okay. Schütze zu Diensten! Okay. Man misst. Ah, das wird überhaupt nichts. Das wird wieder nichts. Okay. So, wollen wir mal gucken, wie wir das geregelt kriegen hier. Töte alle Ghule und setze die Finger in deinen Anführers ein. Vertraue auf deine loyalsten Einheiten. Die loyalsten? Achso, das sind die 3 hier loyal, ne? Also aus Donner und Verbrennen. So. Also das Donner wird natürlich machen, wenn man gleich die größte Einheit zerstört. Klappt ja nicht, wie wir gesehen haben. Also es ist zu offensichtlich. Wahrscheinlich muss man es anders lösen. Die Frage nur, wie. Also wenn es so offensichtlich nicht klappt, machen wir es anders. Lauf, dann machen wir es mal so, dass wir sagen, wir packen das auf den.
Also es wird ja schon irgendwie Sinn ergeben. Und dann nochmal Ben. Weil dann will ich eigentlich das eher so machen, dass ich glaube, dass ich die beiden oberen hier, dass das die stärksten werden, damit ich die auf einmal zerstören kann. Weißt du, ich nehme jetzt einen von denen hier, setze ihn da hin. Ein Bolzen. Hau den da drauf. Mehr brauche ich nicht. Das würde mir am meisten Sinn machen. Dann beenden wir die Runde mal. Und dann, ja. Setzen wir wahrscheinlich den zweiten einfach daneben. Machen das auch nochmal. Versuchen, ob das klappt. Ich brauche ein Ziel. So, wir haben ja auch noch sie. Wer ist denn da am dichtesten dran? Wäre ja, ja doch. Müsste er ja auch den großen Ghoul da zerballern. Versuchen wir mal. Sehr gut. Und dann beenden wir den Zug. Okay, jetzt haben wir 21. Pass mal auf, wir müssen ihn ja runterkriegen. Wir ihn jetzt nochmal hier hinsetzen. Schütze zu Diensten! Hauen ihn darauf. Dann haben wir alle bei 21. Wenn jetzt keiner. Dann müsste das doch jetzt eigentlich funktionieren, oder? Siehste? Gewusst wie. Ja, man muss eigentlich so diese Rätsel, die schocken schon, aber es ist auch gar nicht so schwer eigentlich, wenn man denkt, ne? Gut. Ja, auch nicht schlecht. So, sammeln wir die Sachen ein hier. Bekanntmachung. Die Besetzergebiete werden hiermit informiert, dass jeglich versucht, die kaiserlichen Kriegsanstrengungen zu behindern, mit schwerster Bestrafung geahndet. Kelleser, Herzog, okay. Gut. Haben wir nochmal hingekriegt, was? Haben wir nochmal hingekriegt. Was ist denn da? Ah, okay. Wir sollen noch was einsammeln können. Gehen wir hier runter. Moral ist wieder nach oben. Was sind die Nilfgaarder? Die wollen wir jetzt aber nicht angreifen. Super. Können wir auch nicht plündern. Fantastisch. Perfekt. Da ist eine Truhe, die nehmen wir auch mit. Auf jeden Fall Kohle, hier geht es aber nicht weiter. Gut, lohnt sich ab und zu mal ein paar Wege zu gehen, die nicht der geraden Route folgen. Gibt es auch noch ein paar Sachen? Frage, ob wir einfach mal da hingehen, mal gucken, was da gesagt wird. Okay. Wird nicht viel gesagt. Der nilfgaardischen Hauptstadtmacht folgten Plündertrupp. Sie leerten Getreidespeicher, stahlen Pferde und Wertgegenstände. Mewe sah zwar keine Notwendigkeit, diese Einheiten zu besiegen, um die Eindringer aus dem Reich zu vertreiben, doch sie hatte auch die Absicht, sie zu ignorieren. Okay. Mal gespannt. Ein normaler Kampf. Die Rätselkämpfe finde ich cooler, aber na gut. So. Fangen wir mal an. So.
Ich hätte auf meine Alte hören sollen. Die Jäbe. Okay. So. Neen Rateut. Lyrien! Lass einfach so. In Affen! Okay, okay. Für... Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Nilfgaard! Natürlich schlecht gerade alles da. Ich passe einfach. Warte auf die nächste Runde. So, gucken wir, ob wir die nächste Runde vielleicht besser spielen. Hundertundeins, hundertundzwei, hundertdrei. Okay. Wir müssen nicht wissen, warum. Neen Rateut! Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Hundertzweiundfünfzig, 154. Nicht schlecht für uns. Ich kann nicht mehr. Kompanie, vorwärts Marsch! Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bringt uns gerade nicht so viel. Warte mal.
Ach, Chase! In Twe! In Twe! Mal ganz kurz mal gucken, welche Karten das hier oben waren. Kräftige alle Kubini seiner seine Hand im Steck der Schlaf Nummer 2, wenn zwei von einem verschwinden. Das wird gar nicht so schlecht. Ich brauche ein Ziel. Schütze zu Diensten. So, wo muss er reißt da jetzt? Orde! Ah, ist die Frage, wenn ich jetzt passe, ob der das noch toppen kann. Ich denke eigentlich nicht. Wir machen das einfach mal. Ist der? Also, unsere Runde. Jetzt kommt's drauf an, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Hm. Da oben hingelegt. Wieder eine zufällige Werte. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Schon wieder Schrubben? Oh Götter. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Okay. Hm, naja, sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber man weiß ja nicht, was der noch da auf der Pfanne hat da oben. Kann natürlich auch echt ins Auge gehen, das Wort. SLAC fehlt. Neue Befehle? Nein. Das. So schnell geht das. Nicht viel machen. Einkerzer. Die sind echt gut, die Karten, die er hat. Jetzt gehörst du mir. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Ich kann gar nichts anderes machen. Und wieder an die Front. Shit. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Ja. Ärgerlich, ärgerlich. Oder der Kommissar hört davon. Ah. Ich komme, ich komme. Okay.
da bloß noch auf der Hand da alles, frage ich mich. Ja? Ach, scheiße. Ach, scheiße! In zwei! In zwei! Ja. Okay. In der letzten Runde vielleicht. Wenn er die jetzt nicht komplett zerstört. Wie mehr kann er ja nicht auf der Hand haben, eigentlich. Und okay. Wieder an die Front. Okay, okay. Da nur noch das hier zu machen können. Und hier fehlt Abklingzeit, fehlt, ne? Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Aber für heute soll es reichen. Wir müssen uns was überlegen für die nächste Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fangen direkt beim nächsten Mal hier wieder an. Dankeschön. Tschüss.